Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner, liebe Kooperationspartner, Freunde und Interessierte, herzlich willkommen zu unserem Panel ESG und Logistik. Wie geht das beides übereinander? Mein Name ist Fabian Kämmchen, ich bin Regional Development Director North bei der Deutschen Industrie Grundbesitz AG und wir sind Teil der CTP-Familie. Heute habe ich die Ehre, dieses Panel zu moderieren und beginnen möchte ich damit, die Panelisten einmal vorzustellen. Und ich beginne auf der rechten Seite. Susanne Eickermann-Riepe, Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland und Chair of the European World Regional Board, sowie Vorstandsvorsitzende des ICG-Institutes. Und Susanne bringt 30 Jahre Erfahrung in der im Immobiliengeschäft mit, ehemals als Leitung der Real Estate bei PwC Deutschland zum Beispiel. Susanne, dein Motto, Sustainability is good for growth. Dann haben wir in der Reihe der nächste Herr, Dr. Jan Röttgers. Dr. Jan Röttgers ist seit Januar 2020 Direktor für den Bereich Logistics and International in der neu gegründeten ECE Work and Live. Er war bei der ECE bereits zuvor 18 Jahre, unter anderem als Direktor im Bereich Projektentwicklung der ECE Projektmanagement. Bei der ECE Work and Life dreht sich für ihn alles um die Realisierung und den Betrieb großer Logistikzentren. Jan, dein Motto, einfach machen. Wir haben nämlich bei der Umsetzung politischer Ziele kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Dann kommen wir zu unserer nächsten Panel-Teilnehmerin, Bettina Zedo. Bettina ist Nachhaltigkeitsexpertin aus voller Überzeugung. Nach mehr als 12 Jahren bei großen Ingenieurdienstleistern, wo sie weitreichende Erfahrungen in den diversen großen und kleinen Projekten sammeln konnte, hat sie sich entschlossen, eigene Wege zu gehen. 2020 hat sie zusammen mit ihrer Mitbegründerin Victoria Sohnrei Blue Monkey Engineering an den Markt gebracht. Blue Monkey Engineering bietet Planern und Bauherren unabhängige Beratung zu Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von Wohn- und Gewerbeprojekten. Dein Motto, Bettina, glaub keinem, der dir sagt, dass du nichts verändern kannst. Die, die das behaupten, haben vor der Veränderung Angst. Und wer es erkannt hat, das ist von den Ärzten geliehen. Der letzte Teilnehmer bei uns in der Runde, der eine oder andere kennt ihn sicherlich auch schon, Tim Sassen. Architektur, Bauwesen, Ökonomie und Nachhaltigkeit, Interessen, die im beruflichen Alltag von Tim Sassen vereint sind. Seit 2012 ist er geschäftsführender Gesellschafter der Greyfield Holding GmbH aus Essen und Gründer der Greyfield Group, eines Projektentwicklerunternehmens mit dem Fokus auf Investments und Redevelopments von Bestandsimmobilien. Nachhaltigkeit verbunden mit dem Bestandserhalt ist Tim Sassens berufliche Leidenschaft und er geht ihr nach. Ob als Gründer der gemeinnützigen Greyfield Stiftung zur Förderung von ressourceneutralen Bauen oder als Lehrbeauftragter an diversen Hochschulen wie der IREPS Immobilienakademie, der ISM in Dortmund oder an der TH in Köln. Tim, dein Motto? Deutschland ist fertig bebaut. Ich darf einmal um einen kleinen Applaus bitten für unsere Panel-Teilnehmer. So, ESG und Logistik, darüber wollen wir heute sprechen. Und ESG, als ich ESG das erste Mal gehört habe, das ist so ungefähr vor 2 Jahren gewesen, da musste ich googeln, was das bedeutet, weil mir völlig unklar war, was das ist. Mittlerweile ist ESG relativ bekannt. Es ist in aller Munde. Susanne, du hast mal gesagt, das sind die 3 magischen Buchstaben. Ich glaube, das ist im Moment tatsächlich so. Das sind die 3 magischen Buchstaben. Und wir möchten heute darüber sprechen, ESG und Logistik, wie können wir diese beiden Themen versöhnen? Ja, es ist, das müssen wir uns ja auch klar machen, Logistik ist jetzt nicht unbedingt, hat nicht unbedingt den Ruf, besonders umweltfreundlich zu sein oder besonders sozial. Ja, denken wir an Themen wie zum Beispiel Flächenverbrauch, Akzeptanz in der Bevölkerung oder Architektur. Deswegen meine erste Frage, Tim, an dich. Ist Logistik systemrelevant, aber mit Blick auf ESG der Bad Boy der Immobilienwirtschaft? Bad Boy glaube ich nicht, ist immer die Frage, was wir draus machen. Das Bedürfnis, was wir Menschen ja haben und brauchen, ist ja, dass wir Waren konsumieren und Waren brauchen. Und idealerweise versuchen wir, diese Warenströme so nachhaltig und effizient wie möglich zu machen und so nah wie möglich an Menschen zu halten. Es macht also wenig Sinn,
mit dem Warenström außerhalb der Stadt zu sein oder weit entfernt an Autobahnkreuzen zu sein und dann mit fossilen Brennstoffen in die Stadt hineinzufahren, um die Menschen dort zu beliefern. Also müssen wir umdenken und müssen vor allem schauen, wo leben die meisten Menschen, dass wir in diesen Stadtgebieten vor allem auch das Thema Logistik unterbringen und einen Raum geben. Und der Raum ist nicht nach unserer Ansicht nicht neu, sondern der steht bereits. Ja, wir müssen damit aufhören, die neuen Flächen zu versiegeln, sondern müssen schauen, wie wir den bestehenden Raum, den es in der Stadt bereits gibt, für logistische Nutzung ja, wieder herrichten. Und das hat was mit Haltung zu tun, aber vor allem mit Kreativität zu tun, weil dieser Bad Boy-Image, ja, wenn man natürlich Schuhkartons draußen auf eine Wiese stellt, dann glaube ich, ist es kein tolles Image. Wenn man aber anfängt zu revitalisieren und alte Brownfields zu entwickeln oder Greyfields zu entwickeln, bestehende Gebäude umzunutzen, dann kann das Image auch deutlich positiver werden und daran müssen wir alle mal zusammenarbeiten, auch gerade im Logistikbereich. Vielen Dank. Susanne, wir reden, wenn wir über ESG reden, sehr viel immer über das Thema Environmental. Wie ist das? Sind wir auf dem S und dem G blind? Na, blind würde ich nicht sagen. Es steht nur noch nicht so hoch auf der Agenda wie das E, wo jeder meint, dass er natürlich seinen Teil dazu beitragen kann. Aber wenn wir uns mit der europäischen Taxonomie auseinandersetzen, dann sehen wir natürlich, dass hier das S auch eine Rolle spielt und das G sowieso. Man muss ja Vertrauen erwerben von denen, die möglicherweise Investoren sind, von den Mietern. Das heißt, das G, würde ich sagen, ist bei einigen Firmen schon Teil der DNA. Wenn wir auf das S schauen, dann müssen wir uns in der Social Taxonomy insbesondere mit diesen drei Layern auseinandersetzen. Was tun wir für die Workforce? Was tun wir für den Customer, also denjenigen, der als Company vielleicht den Kontrakt zeichnet? Und was tun wir für die Society oder eben für die Community? Und da gibt es natürlich gerade im Kontext Logistik Fragen, wie geht man mit der Workforce um, die eben in dem Logistikbereich arbeitet? Wie geht man mit den Fahrern um, die da vor Ort sind? Und wenn man an den Endkonsumenten denkt, dann ist das vielleicht eine Company, die irgendwo auf dieser Welt sitzt, aber eine Logistikfläche benötigt an einer bestimmten Stelle und die auch gerne für die Workforce vielleicht bestimmte Services haben möchte. Und da, denke ich, habt ihr ein paar gute Beispiele schon geliefert, was auch Social Impact sein kann mit medizinischer Versorgung, mit gutem Essen, mit Sportfacilities. Und ich durfte so ein paar eurer Parks ja auch besuchen. Die Clubhouses sind eine tolle Sache. Und ich finde, das für diejenigen, die dort zu arbeiten, auch zu öffnen und die Communities da heranzuführen, das ist etwas, was dieses S schon mit sich bringt. Ich empfehle immer jedem, egal in welche Asset-Klasse er geht, sich die Aufenthaltsräume für das Personal anzuschauen, weil man dann auch ein bisschen besser sieht, wie viel Wertschätzung letztendlich den Arbeitern in diesen Assets entgegengebracht wird. Vielen Dank, ja, auch für das Lob an uns. Das Thema Clubhouse, das ist bei uns tatsächlich eine große Sache. Das geht nicht immer überall, aber das ist eine schöne Sache, um diesem S gerecht zu werden. Jan, wie ist das bei der ECE? Gibt es eigene Richtlinien? Ich habe gehört, ihr habt was verabschiedet. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, das durchzugehen. Ich weiß auch nicht, ob es öffentlich zugänglich ist. Aber man munkelt, es gibt da was. Was steht da drin? Was sind die konkreten Ziele? Ja, also in der Tat haben wir jetzt unseren eigenen ECE-Logistik-Kodex verabschiedet. Das ist eine Selbstverpflichtung. Das ist im Grunde, dass wir den eher 40-Standard standardmäßig jetzt auch umsetzen wollen, dass es keine Logistikhallen mehr ohne PV-Anlage gibt, dass wir das Grauwasser eben auch nutzen. Also alle diese Dinge haben wir als Selbstverpflichtung. Aber vielleicht darf ich noch mal ein bisschen einen Blick zurückwerfen. Vor 50 Jahren ist ja ein recht bekanntes Buch erschienen. Das hieß Die Grenzen des Wachstums. Und das ist vom Club of Rome damals erschienen. Und ich hatte ja gesagt, was ist das Motto? Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wenn ich mir angucke, und ich habe ja 18 Jahre vorher Shoppingcenter entwickelt, und im letzten Jahr haben wir noch nie im Einzelhandel so viel umgesetzt, nämlich 590 Milliarden. Und im Grunde war Corona ja nochmal ein Sonderkonjunkturprogramm für den Onlinehandel. Da muss ich nur sagen, ein immer schneller und immer weiter so wird nicht dazu beitragen, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Also dem
Bürger zu erzählen, er muss sein Verhalten nicht verändern und dann werden wir 2045 klimaneutral sein, das wird nicht funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt komme ich zu den Logistikimmobilien. Ich glaube in der Tat auch, dass wir mit dem Flächenverbrauch deutlich sparsamer umgehen müssen. Ich glaube, dass wir das Thema Doppelstockanlagen viel stärker in Fokus nehmen müssen, das Thema also Produktentwicklung. Wenn ich mir angucke, in Deutschland haben wir gerade mal eine Doppelstockanlage, die in Hamburg steht. Und dann haben wir eben ja auch die ganzen Ziele der Bundesregierung. Das eine Ziel habe ich eben schon genannt, im Gegensatz zur Europäischen Union, die ja bis 2050 klimaneutral sein will, soll Deutschland das 2045 erreichen. Wir haben das Thema Flächenversiegelung soll 2045 bei null sein. Wir haben 2020, hat die Bundesregierung das Ziel gehabt, pro Tag einen Flächenverbrauch von 30 Hektar. Wir sind immer noch ungefähr bei 50 Hektar und sind im Jahr 2022. Also wir sind immer sehr gut darin, Ziele zu definieren, die möglichst weit entfernt sind, damit wir daran möglichst nicht gemessen werden. Also ich glaube, wir haben da tatsächlich ein Thema, dass wir das Verhalten ändern müssen. Und ich plädiere dafür, dass wir mal auf einige Produkte das wahre Preisschild draufschreiben. Das heißt, dass wir die externen Kosten internalisieren. Und ich glaube, dann, nur dann kommen wir zu einem Umdenken, zu einem anderen Verbraucherverhalten und dann werden wir vielleicht auch weniger Flächen versiegeln. Okay, dann vielleicht mal direkt die Frage an dich, Bettina. Woran scheitert denn die ESG-konforme nachhaltige Logistikimmobilie? Woran liegt es, dass wir ein Umsetzungsproblem haben? Also unsere aktuelle Beobachtung ist einfach, dass zum Teil noch nicht so viele Ziele gesetzt sind, wie Sie gerade gesagt haben. Häufig auch, dass das Wording noch total durcheinander geht. Also Taxonomie, ESG, das ist nicht eins. ESG ist einfach kein fester Standard. Das muss man einfach mal so sagen. Das sind Zieldefinitionen, die häufig von zum Beispiel Banken gesetzt sind oder intern gesetzt sind. Die Taxonomie, die hat Anforderungen und wir haben halt festgestellt, dass es sehr schwierig ist, diese Anforderungen ins Doing zu bringen. Warum können wir die so schlecht ins Doing bringen? Weil zum Beispiel die neuen Anforderungen nicht auf die alten Strukturen passen. Das heißt also Verträge zum Beispiel. Also es ist ein großer Unterschied, ob Sie ein Bestandsgebäude taxonomiekonform ausrichten möchten oder einen Neubau. Und da muss man sich tief in die Augen sehen. Und wir brauchen halt Konzeptphasen, die das berücksichtigen. Wir können nicht drei Buchstaben über Gebäude gießen und dann hoffen, dass es am Ende klimaneutral ist, ohne es vorher besprochen zu haben, was die Randbedingungen dazu sind. Und was würdest du denn jemandem wie mir zum Beispiel empfehlen? Wir hatten ja gestern Abend auch schon diskutiert und wir haben uns ja kennengelernt in einem Telefonat, das eher spontan zustande kam und dann 45 Minuten, glaube ich, gedauert hat, weil wir sehr rege über das Thema ESG diskutiert hatten. Was würdest du jemandem empfehlen wie mir? Jetzt kommen wir nicht wie CTP mit Neubauten oder ausschließlich Neubauten, sondern wir haben ein großes Bestandsportfolio in Deutschland mit ganz unterschiedlichen Immobilien, groß, klein, Einnutzer, Multitenant. Wie gehe ich diese Themen denn an? Wo muss ich anfangen? Was mache ich zuerst? Als allererstes genau den Bestand betrachten. Also was ist es für ein Gebäude? Ja? Und das kann man analysieren. Die Verbräuche können analysiert werden. Man muss schauen, wie die Randbedingungen sind. Was sind die Möglichkeiten? Und was sind die Ziele? Möchte ich halt das Gebäude halten, weiter nutzen? Was kann ich da tun? Muss ich es energetisch ertüchtigen? Möchte ich es rückbauen? Wenn ich es rückbauen möchte, dann muss ich schauen, sind die Kapazitäten dazu vorhanden, Schadstoffe? Also es ist echt mannigfaltig. Aber als allererstes brauchen wir eine Konzeptphase. Wir müssen wirklich gucken, was dort ist und was möglich ist und ob es Sinn macht. Abriss ist es zumeist nicht, weil der aus ökologischer Sicht einfach ja nicht zielführend ist. Ne? Da würde wahrscheinlich, Tim, da würdest du wahrscheinlich zustimmen. Wie ist das jetzt, Jan, du sagst, es gibt diese Ziele aus der Politik, die Bettina sagt, die sind vielleicht nicht ausreichend formuliert oder nicht ausreichend vorhanden. Da höre ich ein bisschen einen Dissens raus. Jan, vielleicht noch mal ganz kurz, was sind da die Probleme? Verstehen wir das vielleicht nur nicht als Projektentwickler? Fehlt uns da die Nähe?
Naja, ich glaube, solange der Gesetzgeber nur diese Ziele definiert, aber wir weiterhin die Flächen versiegeln können, ohne dass da ein Preisschild dranhängt, solange wir eben nicht gezwungen sind, tatsächlich auch mal in neue Produkte zu denken, solange werden diese Ziele ein zahnloser Tiger bleiben. Ich glaube, dass die wenigsten einfach von sich aus Altruismus das machen. Das gibt es ja durchaus. Aber wir wissen ja, das Verhalten muss ja immer auch incentiviert werden. Und wir wissen auch, da ist viel in Bewegung. Also ich glaube schon, dass wir bei ESG auch dahinter nicht mehr zurückfallen. Wir gucken ja auch uns den Bestand sehr deutlich an und ist der ESG-konform. Also ich glaube, wir müssen die Kriterien etwas besser definieren, die müssen greifbarer sein. Wenn ich da mit Leuten über ESG diskutiere, das E kann man noch sehr gut beantworten. Bei dem S wird schon schwieriger und beim G wird schon ein bisschen wackeliger. Also kurzum, ich glaube, dass wir da eher Klarheit schaffen müssen in den Kriterien und da muss einfach auch gesagt werden, die müsst ihr auf jeden Fall erreichen. Und ich glaube, wenn man einfach in Zukunft Flächen versiegelt, dann wird auch da ein Preisschild dranhängen und dann wird das ganz normal in die Kostenkalkulation mit einfließen und dann, sag ich mal, wird eben vielleicht die Doppelstockanlage die günstigere sein, auch wenn ich vielleicht eine andere Situation habe, was das Produkt angeht, dass ich Rampen habe, was vielleicht nicht ganz so komfortabel ist, aber ich glaube, ein Stück weit muss man auch zum Umdenken gezwungen werden. Okay, dann haben wir gehört, also es gibt ein Umsetzungsproblem, das kristallisiert sich heraus. Was sind denn, Bettina, die größten Stellschrauben für eine nachhaltigere Zukunft? Ach, das ist so schwierig, so mit ein oder zwei Sätzen auf so einem Panel. Also was uns ganz klar auffällt im Doing ist immer wieder die Kostenfrage. Ja? Und die Ziele müssen erreicht werden. Ja? Also kostentechnisch sollen Ziele umgesetzt werden oder bestimmte Budgets dürfen nicht überschritten werden. Aber es sind völlig neue Anforderungen gestellt. Ja? Und die Vertragslagen sind häufig alt, also zum Beispiel GU-Verträge berücksichtigen häufig keine Konzeptphasen. Und wir müssen natürlich das alte Doing dann umdenken. Wir müssen auch bereit sein, neue Verträge zu schließen, Kosten bereitzustellen. Wir können nicht mehr über Erstinvest oder Sanierungskosten, die über einen Asset Manager in Finanzscheiben aufgeteilt wurden, damit kann man es nicht widerspiegeln. Ja? Also möchten wir das angehen, kann es auch sein, dass der Erstinvest höher ist als vorher gedacht, als vorher kalkuliert und es sich über den Lebenszyklus dann rechnet. Ja, wir müssen über den Lebenszyklus gehen oder wir müssen halt aufbrechen, dass die Kosten oder die Sanierung abhängig gemacht werden von den Finanzplänen, die vor 5, 7, 11 Jahren aufgestellt wurden. Vielen Dank. Und du hast gesagt, abreißen ist nicht immer so sinnvoll, ökologisch betrachtet. Und Tim, das ist dein Thema. Du bist quasi, wenn ich das so sagen darf, nicht, dass wir das abgestimmt hätten, ich mache das einfach, du bist der Guru des Bestands. Welche ESG-Ziele habt ihr euch gesetzt? Was habt ihr verankert für euch, für eure Projekte? Weil im Bestand, das ist ja auch kein Geheimnis, liegt die Musik. Wie können wir das angehen? Wie macht ihr das? Die ESG-Ziele in Sachen E sind ja für alle klar. Wir haben Ziele festgelegt für 2050, CO2-Neutralität. Wir haben das Thema Kreislaufwirtschaft, das heißt, wir dürfen in 2050 übrigens keine neuen Flächen mehr versiegeln. Das heißt, 0-Hektar-Ziel ist schon ausgerufen. Ja, das ist jetzt, hat nur leider noch keine Konsequenzen. Gefühlt wollen wir jetzt alle noch schnell versiegeln, damit weil wir ja wissen, in 2050 ist vorbei. Also falsche Motivationslage gerade. Aber kein CO2 auszustoßen heißt ja für uns, wir müssen gucken, Lebenszyklusbetrachtung, wo stoßen wir CO2 aus beim Gebäudebereich? In der Herstellung, im Betrieb und im Abriss. Also sollten wir zwei Dinge schon mal nicht tun, herstellen und abreißen. Also müssen wir den Betrieb optimieren und sanieren. Das ist ja so klar, dass die Erkenntnis ist ja da. Nur, was tun wir? Wir versuchen das technisch zu beantworten. Wir versuchen doch lieber wieder abzureißen und neu zu bauen, um in der Betriebsphase ökologisch optimierte Gebäude zu kreieren.
verstehen aber nicht, dass in der Ökobilanz das ganze Thema dann nicht erreicht wird für 2050, weil wir vorher verdammt viel CO2 ausstoßen und den ganzen Abfall aufkommen und Rohstoffe verbrauchen. Das rechnen wir nicht mit ein. Also da erstmal die ganz klare Appell, auch gerade an die Logistikbranche, lebenszyklusorientiert denken und nicht in Jahresscheiben denken. Also Verantwortung übernehmen für das, was wir da errichten und für das, was da auch bleibt und stehen bleibt. Jetzt haben wir aber im Projektentwicklermarkt leider das Dilemma, dass die Verantwortung nur für 1, 2, 3 Jahre übernommen wird, weil dann kommt der Investor. Also müssen wir Investoren motivieren, das, was da gekauft wird, bitte mit den Zielen Flächenverbrauch, CO2-Verbrauch und Abfallverbrauch bitte matchen und danach Kriterien entwickeln und nicht ein ESG-Paket daraus schüren, weil das ist etwas, was eher in den Marketingabteilungen passiert. Die sind sehr, sehr emsig, die sind sehr, sehr gut da drin, auch neue Fonds sich auszudenken, die sich Artikel 9 Prädikat haben. Aber das ist nicht die Erkenntnis, die wir meinen. Die Erkenntnis ist es, ernst zu meinen und stattdessen nach diesen harten Zielen zu steuern. Wir machen das im Bestand so, wir nehmen jedes Bestandsgebäude auf. Das heißt, wir erstellen einen digitalen Zwilling, um genau zu wissen, was steckt drin, wie viel CO2 haben wir dort gebunden und was können wir tun, was ist sinnvoll zu tun, um die Betriebsphase zu optimieren. Nicht alles ist sinnvoll. Nicht überall ist eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen, eine sinnvolle Investition in Sachen von CO2. Und da müssen wir hinkommen, einfach ehrlich und aufrichtig zu rechnen und genau zu überlegen, wie können wir den Bestand ertüchtigen. Jetzt habe ich aber nicht über das S geredet. Nee, macht nichts. Da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Jan, wie ist das? Der Tim, der spricht ja hier wahre Worte. Müsste man sowas nicht von der Politik aus incentivieren, in Form, wie man das zum Beispiel macht mit diesem Credit-System in der Automobilbranche? Na, ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch sowas wie einen Zertifikatehandel dort gibt. Das heißt also, dass ich sozusagen die CO2-Emissionen dann ein Stück weit bepreise, weil wir dürfen uns ja nichts vormachen. Die Immobilienwirtschaft ist ja für 30% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und Neubauen ist natürlich immer CO2-intensiver, als man mit dem Bestand umgeht. Deswegen ist der Bestand erstmal per se schon mal besser von der Umweltbilanz als sozusagen der Neubau. Deswegen haben wir das Thema Brownfield, mit dem wir uns hier intensiv auch beschäftigen. Und ich glaube, dass da ein Stück weit mehr geht. Also wir müssen, glaube ich, mehr Kreativität auch walten lassen, mit dem Bestand umzugehen, bevor wir immer nach Neubau schreien. Aber ich bleibe dabei, ich denke, ohne ein Preisschild, das da eben drankommt, und das haben wir ja mit dem Zertifikatehandel ein Stück weit auch schon bewiesen, dass das geht, und das sollte man ausweiten, auch für den Flächenverbrauch. Ich glaube, dann kann man tatsächlich eine Umlenkwirkung erreichen und dann sind wir auch in der Lage, die Ziele zu erreichen, die aber in der Tat sehr ehrgeizig sind. Aber wenn wir tatsächlich nur dabei bleiben, ESG irgendwie einen Kriterienkatalog zu definieren, dann wird das nicht reichen. Susanne, du bist ja auch Teil von CTP, sitzt bei uns im Aufsichtsrat. Und was machen wir denn schon gut bei CTP? Wo würdest du sagen, das ist schon auch vielleicht mehr als verlangt wird? Und wo können wir denn noch uns verbessern? Hui, und das soll ich jetzt öffentlich sagen. Aber erstens, wir versuchen selbstkritisch zu sein. Genau. Ich muss sagen, als ich gefragt worden bin, ihr seid ja erst seit 2 Jahren jetzt gelistet, da habe ich mir natürlich das Unternehmen schon genau angesehen und ich habe festgestellt, dass Raimon Voss, euer CEO, da das Wort ESG wahrscheinlich noch nicht mit berücksichtigt hat, aber dass er schon auch an Nachhaltigkeit gedacht hat, denn für jeden Quadratmeter, der versiegelt ist, wieder ein Stück Wald anzupflanzen. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als er damit begonnen hat, noch nicht so state of the art. Ja. Ich glaube, das ist schon etwas, wo ich sagen würde, das habe ich nicht so oft gesehen in der Logistikindustrie, dass jemand sich da schon Gedanken drüber gemacht hat. Und man muss natürlich sagen, auch was Jan, was ihr euch bei ECE gesagt habt, das Thema überall Smart Metering, überall Solar Panels, regenerative Energien nutzen, die auch wieder denjenigen, die diese Flächen nutzen, bereitstellen, sei es für die Trucks, sei es für andere, die vielleicht in der Produktion da etwas brauchen bei Light Industrial. Das sind schon Gedanken, die dazu führen, dass man hier sieht, da wird Verantwortung übernommen. Und auch das ganze Energiethema, was uns umtreibt, ist ja auch etwas, das treibt auch CTP um. Und
Da muss ich sagen, da bewundere ich die Agilität, mit der das angegangen wird. Und wer meint, Deutschland wäre so der Frontrunner in allem, was ESG ist, der kann durchaus auch mal nach CEE schauen. Da passiert auch schon was, ja, nicht nur in den Niederlanden oder Frankreich. Was man, glaube ich, immer im Hinterkopf haben muss, ist, dass man einen Tone from the top braucht, dass man sich vorbereiten muss und gerade auch, was ihr jetzt gesagt habt, ich finde es ja immer so ein bisschen schwierig, darüber zu lamentieren, dass noch nicht alle Zahlen da sind, weil ich weiß ganz genau, Tim hat eine sehr schöne Zahlenliste zur Ökobilanz mit CO2 pro Quadratmeter oder es gibt halt schon viele Zahlen. Das Problem ist, dass wir alle da noch ein bisschen Upskilling brauchen, um zu verstehen, ob jetzt die Zahl schon gut ist oder nicht. Ja? Und wenn ich halt mit 75 Kilogramm oder Tonnen pro Quadratmeter komme, dann ist das nicht so gut wie mit 10. Ja? Und die Frage halt, wie kommt man da hin und wie kann man das monitoren, das wird halt die Frage auch der nächsten 2 Jahre insbesondere sein, wo dieser Tone from the top halt nicht nur ein Bekenntnis ist, ein Pledge, sondern auch offengelegt werden muss. Und diese Offenlegung, denke ich, da sind natürlich auch die gelisteten Unternehmen Frontrunner, denn sie stehen genau an der Stelle, wo man zuerst hinschaut. Vielleicht darf ich das ergänzen. Wir können ja sogar danach steuern. Wir brauchen ja gar keinen Zertifikatehandel, das finde ich wieder ein bisschen kompliziert. Aber wir können doch ganz einfach sagen, wenn CO2 vermeiden das große Ziel ist, dann sollten doch Investoren vermeiden, CO2 zu kaufen. Also CO2 gebunden in Immobilien zu kaufen. Also muss man doch schauen, dass wir das danach steuern können, dass Sie zum Beispiel in Ihrer Bilanz versuchen, halt so wenig wie möglich Immobilien mit CO2 zu kaufen, also CO2-neutrale Immobilien eher zu bevorzugen. Damit meine ich nicht die Betriebsphase, sondern damit meine ich halt, dass Sie als Investor versuchen, auch neuen Bestand halt schon Bestandsgebäude zu kaufen, weil da deutlich weniger CO2 drin ist. Und wenn man das schaffen, diese Motivation, dass Investmentmärkte begreifen, wenn ich ein Gebäude kaufe mit ganz viel CO2 gebunden, dann ist das schlecht für meine CO2-Bilanz. Und schon wird sich das drehen und wird sich automatisch auch ein Investmentmarkt entwickeln, alte Gebäude eher wertzuschätzen als neue Gebäude. Momentan haben wir genau den gegenteiligen Effekt. Es werden neue Gebäude als nachhaltig und CO2-optimal betrachtet und die alten Gebäude nicht, aber es ist genau das Umgekehrte. Und wenn wir das schaffen, dieses Umdenken in den Köpfen auf Investorenwelten, dann werden sich auch Entwickler automatisch überlegen, ob man nicht eher den Bestand saniert und dann ein fertiges Produkt anbietet, als dass man abreißt und neu baut. Darf ich da gerade noch was ergänzen, Fabian? Ich finde, wir müssen für diese Renovation Wave oder überhaupt für diese neue Idee, Projektentwickler mehr für den Bestand zu interessieren. Wir müssen da Incentives schaffen. Ne? Ihr hattet eben schon Carbon Credits angesprochen und ich wäre sehr dafür, den Projektentwicklern, die sich mit dem Bestand auseinandersetzen, Carbon Credits zu geben. Nichts anderes macht Tesla, ja, und verdient damit auch noch ein bisschen Geld. Und dieses Incentive sollte man den Projektentwicklern geben, die sich halt auch um den Bestand kümmern. Das könnte eine Option sein, die zum Beispiel auch gerade von der RICS untersucht wird, um auch der Politik wieder ein Mittel zu geben, zu sagen, das wäre ein Incentive, um tatsächlich den Bestand anzugehen und die Renovation Wave zu starten. Vielen Dank. Schön, wenn das sich so entwickelt, die Diskussion. Wir sind zeitlich schon fast am Ende. Ich möchte gerne dem Auditorium noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben jetzt noch gar nicht über den Nutzer gesprochen, das wäre eigentlich auch noch schön gewesen, aber was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit aus diesem Panel, aus dieser Diskussion? Frühzeitig planen, vernünftig planen, nachhaltig planen, in der Umsetzung konsequent sein, den Bestand auch nutzen, nicht abreißen, neu bauen und in letzter Konsequenz das Thema Incentivierung und auch Penalisierung für nicht konformes Verhalten an der Stelle. Vielen Dank. Liebes Auditorium, wenn Sie Fragen haben an unsere Panelisten, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Jemand eine? Dann ist das auch fantastisch, weil 2 von unseren Panelisten müssen weiterziehen. Dann schließen wir das hier ab. Ich darf nochmal um einen herzlichen Applaus bitten für unsere 4 Teilnehmer. Applaus